Ansonsten kommen wir ja zum nächsten Speaker und den haben wir jetzt auch schon dazu geschaltet. Wir sind sehr happy, dass er heute dabei ist und dass wir vor allen Dingen so einen Vortrag hier noch unterbringen können, mit dem wir vielleicht heute es schaffen, wirklich nochmal alle Teilnehmer ein bisschen abzuholen. Denn Daniel Weber ist Geschäftsführer von Kontor Digital Media und er hat uns heute das Thema mitgebracht: Programmatic Advertising erfolgreich einsetzen von Amazon bis Semanta, was Marketingentscheider über Programmatic wirklich wissen und fragen sollten. Einen wunderschönen guten Tag oder guten Morgen, Florian. Was ist denn jetzt los? Daniel, schöne Grüße in dein Homeoffice. Dein Mikrofon ist noch gemutet. Wir haben es heute mit dem Mikrofon hier. Das ist Alles gut? irgendwie ist hier, ja, jetzt ist gut. Jetzt ist wunderbar. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wunderschönen guten Morgen. Wie hast du das erkannt, dass das Homeoffice ist? Also das ist eine Fototapete, die ich hier in meinem Büro habe. Also dementsprechend. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. In der Tat, mein Vortrag geht vielleicht nicht ganz so in die Tiefe wie andere Vorträge, die heute auf der Agenda stehen. Dafür ist er ein bisschen globaler und hat vielleicht ein paar etwas breitere Denkanstöße irgendwie dabei. Ja, das klingt doch super. Vor allen Dingen, ihr habt ja als Agentur oder ja auch als spezialisierte Agentur, vor allen Dingen für Digital Media, habt ihr ja wahrscheinlich auch mit vielen Kunden jeglicher Couleur, also jeglicher Bandbreite zu tun, ob sie jetzt selber schon absolute Experten sind oder halt, ne, noch ein bisschen am Einstieg stehen zum Thema Programmatic oder so. Deswegen glaube ich, kannst du da ganz gute Facetten uns mitliefern. Ja, wir bezeichnen uns selbst jetzt Full-Service-Agentur mit digitalen Wurzeln, weil wir 2002 als Digitalagentur gegründet wurden und heute tatsächlich aber auch alle Kanäle bedienen, aber natürlich dem Digitalen massiv verbunden sind und uns auch so ein bisschen als Programmatic-Pionier sehen, aber tatsächlich dann eben mit Fragestellungen konfrontiert werden, die nicht so wahnsinnig programmatisch sind, wie man sich das vorstellt, weil wir da eben auch mit Kunden zu tun haben, die im Digitalisierungsprozess vielleicht noch ein bisschen weiter am Anfang stehen. Okay. Ja, da kann ich nur noch mal den Appell an alle Teilnehmer dalassen. Schickt reichlich Fragen hier in den Chat, die wir dann noch mal mit dem Daniel besprechen werden oder im Nachgang noch mal weiterleiten, wenn wir nicht zeitlich nicht drauf eingehen können auf alles. Wir brauchen noch einmal deine Bildschirmübertragung. Kommt. Das sieht gut aus, wenn wir jetzt noch den Vollbild bekommen. So, muss ich dich, glaube ich, hier einmal beiseite schubsen. Das sieht wunderbar aus. So hat das nämlich auszusehen. Ja, dann übergebe ich das digitale Mikro an dich, Daniel. Viel Spaß mit Daniel Weber, dem Geschäftsführer von Kontor Digital Media. Und den Teilnehmern auch Dankeschön, viel Marc. Spaß und aufmerksam bleiben. Es lohnt sich. Ja, dann lege ich gleich mal los. Ich habe etwas über 30 Folien im Gepäck. Ich habe immer ein Riesenproblem, mich kurz zu fassen. Deswegen würde ich sagen, kein Vertändeln. Legen wir gleich los. Ja, das Thema ist, Marc hat es einleitend gesagt, was Marketingentscheider über Programmatic wirklich wissen und fragen sollten. Ich habe maßgeblich ein paar Fragen mitgebracht, denn die Antworten fallen oft ja sehr individuell aus. Ich habe aber auch ein paar Antworten dabei und ein paar Denkanstöße, sodass ich denke, dass für jeden was dabei ist. Für uns immer ganz wichtig zu sagen, Programmatic Advertising ist viel mehr als nur eine Position im Mediaplan. Was meine ich damit? Wenn wir uns mal Deutschland im letzten Jahr angucken, dann wissen wir, oder dann sagt uns Nielsen, dass ungefähr 40 Milliarden Euro so in die Werbung geflossen sind und das verteilt sich dann zu 47%, also fast die Hälfte in TV, dann kommt Online mit 8,7 Milliarden, dann kommt Print, dann kommt Out of Home und dann kommt Radio. So, warum erzähle ich das? Weil alle diese Maßnahmen, also ich erzähle es nicht, um zu zeigen, dass Online viel zu wenig Kohle kriegt, das ist klar, das wissen wir alle, das ist der Fall. Aber wir haben es in diesem Gesamtmix tatsächlich damit zu tun, dass Programmatic in viele Kanäle Einzug hält und wir das natürlich beachten müssen. Es gibt programmatische Ansätze im TV, natürlich im Online, es gibt welche im Out of Home, Digital Out of Home hatten wir eben als Thema schon, Programmatic Out of Home ist das nächste Thema, es gibt das auch im Radio. Andere Länder sind sehr viel weiter als Deutschland an der Stelle. Deswegen reden wir immer noch sehr stark natürlich über das Digital, Digital, wie es mein Vorredner so schön gesagt hat, also das, was im Online-Bereich unterwegs ist. Aber auch im Programmatic, Out of Home oder im Radio gibt es da schon ganz tolle Ansätze, die wir mitdenken müssen. Ja, im Print gibt es das nicht wirklich. Und wenn wir dann uns tatsächlich nur den Digitalmix angucken, dann können wir mal so, wenn man selber zusammenrechnet, auf 11 Milliarden kommen im letzten Jahr. Davon fließt fast ein Drittel in Search.
Relativ viel Display und Video, immer noch Social und dann gibt es noch so ein paar andere Geschichten. Retail, Amazon mega am Wachsen, irgendwie wird wahrscheinlich die 1-Milliarden-Grenze knacken. Influencer mega am Wachsen, wird die 1-Milliarden-Grenze knacken. Dementsprechend sind die 11 Milliarden noch ein bisschen näher an der Wahrheit als die 8,7 aus der Folie davor. Und hier muss man ganz ehrlich sagen, sind wir eigentlich überall programmatisch unterwegs. Und programmatisch bedeutet ja automatisiert, individualisiert und nutzerzentriert. Und das sind wir in diesen Bereichen überall unterwegs. Vielleicht noch nicht im Influencer-Marketing. Das schafft es noch nicht. Deswegen der Aufruf, warum habe ich das jetzt gezeigt, dass man Programmatic tatsächlich sehr ganzheitlich denken sollte. Im Mittelpunkt steht natürlich der Nutzer. Da sage ich jetzt niemandem irgendwie was Neues. Wir haben aber tatsächlich da draußen klassische Medien, die den erreichen. Wir haben Online-Medien, die den erreichen. Wir haben Schnittmengen aus beiden. Und wir haben programmatische Lösungen, mit denen wir da unterwegs sein können, die sich eben auch in diese beiden Domänen erstrecken, sowohl in den Online-Bereich als auch in den Klassik-Bereich. Und da muss ich mir natürlich über eine Mediennutzung ein paar Gedanken machen und komme dann relativ schnell zu ein paar großen Fragen, die wir sozusagen gemeinsam stellen wollen heute. Nämlich, wer ist dieser Nutzer, wann erreiche ich den Nutzer, wie erreiche ich den Nutzer und wo erreiche ich den Nutzer? Und wenn ich auf diese Fragen vernünftige Antworten geben kann, dann kann ich eben die Wirkung auch entsprechend sicherstellen. Erstes ganz kurzes Fazit zu dem Thema. Programmatic Advertising hält eben Einzug in klassische Mediakanäle und muss je nach Aufgabe und Ausbildung natürlich differenziert und eben auch ganzheitlich gedacht und betrachtet werden. Das ist jetzt noch nicht Rocket Science. Die Fragen, die dazu aber gestellt werden sollten, sind natürlich, welchen Anteil erhält denn die jeweilige Buchung, der jeweilige Kanal im gesamten Media-Mix und welche Rolle spielt sie denn dann für die Wirkung der Gesamtkampagne? Denn jeder einzelne dieser Platzierung, jeder einzelne Kanal hat natürlich spezifische Vor- und Nachteile und kann damit natürlich seine spezifischen Stärken und Schwächen in den Media-Mix auch einbringen, beziehungsweise die Schwächen müssen dann von anderen quasi ausgeglichen werden. Im Digitalen schauen wir uns ja die Nutzerreise sehr gerne in diesem Funnel an, in dieser Trichterbetrachtung, in der es verschiedene Phasen gibt, von der Bekanntheit über die Interesse, über die Erwägung bis hin zur Kauf- oder zur Handlungsphase. Und hier kann man tatsächlich konstatieren, dass alle Programmatic-Lösungen, die heute schon verfügbar sind oder noch verfügbar werden, selbstverständlich jeden dieser Phasen auch zugeordnet werden können. Und das ist natürlich die gute Nachricht, wir haben auch für jede Phase eine entsprechende Lösung. Wenn ich in der ersten Phase beispielsweise bin und die Aufgabe habe, eine Zielgruppe möglichst ideal anzusprechen in einem relevanten Umfeld, dann ist ein Beispiel, wie ich das natürlich erreichen kann, das Thema Daten. Das ist ja so ein bisschen auch das Fokusthema auch in dieser Präsentation, wobei ich auch nochmal über den Tellerrand rausgucken möchte. Wir werden ja später noch was dazu hören, wie das 2022 dann aussieht beim Thema Daten. Da müssen wir uns ja alle warm anziehen. Dementsprechend ist das ein spannendes Thema. Und ein Beispiel, wie ich natürlich eine tolle Bekanntheits- oder Image-Platzierung hinbekomme, dass ich mir sehr genaue Gedanken mache, welche Daten wähle ich denn da aus, um den Nutzer zu erreichen. Dann kommt die Kontaktvertiefung. Ich will ein Interesse wecken. Klassisches Instrument oder ein Beispiel für ein Instrument, wie ich da unterwegs sein kann, ist ja kontextuelles Targeting. Das heißt, dass ich sehe, dass meine Botschaften in einem Umfeld mit thematischem Fit präsentiert werden. Kontaktqualifikation ist dann im nächsten Schritt wichtig. Aus Interesse wird Bedarf. Da ist Native Advertising zum Beispiel ein sehr spannendes Thema. Also Stichwort Semanta. DSP beispielsweise, denn dann wird plötzlich die Seite des Werbetreibenden, seine eigene Webseite wird plötzlich zu einem Werbemittel, wo man sich eben weiter informieren kann. Da gibt es wenig kosteneffiziente Mittel, die so gut sind wie Native Advertising, dahin zu kommen. Und schließlich trete ich irgendwann in die Phase ein, wo ich dann eben die Handlung des Nutzers haben möchte. Ein klassisches Instrument wäre hier auch Retargeting. Und es ist dann natürlich auch nicht besonders überraschend, dass Kontaktwerte tatsächlich zunehmen, je weiter so ein Nutzer in einem entsprechenden Funnel unterwegs ist. Am spannendsten ist natürlich der Nutzer, den ich über Retargeting, der vielleicht schon einen Warenkorb sogar angelegt hat, dass ich den nochmal erreichen kann. Und parallel sammle ich natürlich auch immer mehr Daten. Das heißt also, ich werde auch immer schlauer, kann dann eben sozusagen beispielsweise über eine Geburtsanpassung diesem Kontaktwert entsprechend Rechnung tragen, wenn er sich eben dann im Lower Funnel schon befindet. Ganz schnelles Fazit hierzu.
Tatsächlich, programmatische Lösungen können den Nutzer entlang seines kompletten Kaufprozesses begleiten. Und die Fragen, die ich hier aufwerfe oder die stellen sollte, welche Maßnahme greift denn wie und an welcher Stelle im Kaufentscheidungsprozess tatsächlich an? Und wie wird dem steigenden Wert des Nutzers während seiner Customer Journey dann eben auch Rechnung getragen? Da sind wir dann auch schnell wieder bei so einem Thema, wie ich Data Management betreibe. Aber das sind so die Fragen, von denen ich sage, die sollte man an dieser Stelle stellen, um dann am Ende auch über ein vernünftiges Konzept entscheiden zu können. Und dann sind wir tatsächlich beim großen Thema Daten. Auch hier die These, wird mir auch jeder zustimmen, Daten sind nicht gleich Daten. Hier muss ich auch ein paar Fragen stellen. Ich muss mir beispielsweise die Frage stellen oder der Agentur, mit der ich zusammenarbeiten möchte, die Frage stellen, wo kommen diese Daten denn eigentlich her? Sind das originäre Daten oder ist da möglicherweise ein Algorithmus dahinter? Viele Datenanbieter da draußen gehen sehr ähnlich vor, wie wir das sozusagen dann im zweiten Schritt auch nochmal tun, nämlich bilden statistische Zwillinge, um am Ende dann so ein Profilpool möglicherweise ein bisschen aufzublasen. Und da ist natürlich interessant zu wissen, sind denn die Daten, mit denen ich jetzt im ersten Schritt arbeite, schon originäre Daten oder muss ich hier schon sozusagen eine gewisse Fehlerquelle auf Basis eines Algorithmus, mit dem diese Daten generiert werden, mit einplanen? Thema natürlich auch Menge. Sind die Menge der Daten, die mir zur Verfügung stellen, wenn ich eine Kampagne nur in Deutschland machen will, ist es ein Anbieter, der eben auch gute deutsche Daten hat, klar. Groß genug, um am Ende damit vernünftig arbeiten zu können, ist auch ein Thema, was wir später nochmal sehen, wenn ich dann eine Lanze für die klassische Mediaplanung breche, zu sagen, wie man auch Größen von Profilpools optimal beurteilen kann. Das alte Thema Frische ist klar. Hier mal das Angler- und Waschmaschinenbeispiel dabei. Wenn ich von einem Nutzer weiß, dass er Angler ist und die Daten sind 5 Jahre alt, dann wird er wahrscheinlich heute auch noch Angler sein. Wenn ich weiß, dass er gerade eine Waschmaschine kaufen möchte und diese Daten sind 5 Jahre alt, dann wird er vermutlich diese Waschmaschine nicht mehr benötigen. Dieses Datum verfällt halt tatsächlich relativ schnell. Wobei ich mir auch die Frage stellen kann, ob ich überhaupt frische Daten benötige. Das ist natürlich in dem Zusammenhang tatsächlich auch wichtig. Und am Ende noch so ein Thema Güte. Wie gut sind die Daten? Hat natürlich auch was mit dem Anfang, mit der Quelle zu tun. Aber viele Daten dann wieder draußen bieten auch eigene Validierungsprozesse an, spiegeln die gegen Studiendaten oder echte Kaufdaten, die sie sich dann auch noch besorgen. Und wenn ich sowas habe, dann ist natürlich ein entsprechendes Datum auch ein bisschen wertvoller. Auch das ist natürlich spannend. Ja. Und am Ende steht natürlich die Zielerreichung, die Frage, funktionieren die Daten für mein Ziel? Und hier der Aufruf oder der Appell, vielleicht auch ein erster Teil einer Antwort. Man kann natürlich auch Datenkonzepte oder sollte Datenkonzepte AB testen, nicht nur Werbemittel beispielsweise, sondern auch das ist natürlich wichtig. Kurzes Beispiel, wie sieht das bei kontextuellen Daten aus? Wie sieht da eine Quelle aus? Naja, ich habe natürlich die Liste der Webseiten, wo die entsprechenden thematischen Fits sozusagen dann eben auch sind, wo ich unterwegs sein kann, wo die Daten herkommen. Die kann ich mir natürlich angucken. Die meisten Anbieter da draußen bieten auf Basis eines Keyword-Pools, den man dann irgendwie anlegt, also der Begriffe, für die man sich entscheidet, auch eine Reichweitenprognose an. Die ist dann sehr wichtig. Bei Frische muss ich mir bei Kontext nicht so wahnsinnig viel Gedanken machen, weil der Nutzer dokumentiert ja in dem Moment, in dem er sozusagen im richtigen Umfeld surft, dass er im richtigen Umfeld surft und ist damit eben auch relativ frisch. Und am Ende hängt die Güte ein bisschen von mir selbst ab, in Anführungsstrichen, weil das ist ähnlich wie beim Search. Wenn ich einen guten Keyword-Pool habe oder wenn der sehr präzise dann auf meine Ziele und Wünsche einzahlt, dann ist das am Ende des Tages natürlich für die Güte der Daten auch gut. Und hier bietet sich dann am Ende natürlich an, solche Keyword-Pools auch AB zu testen. Einfaches Fazit mit schwachen Daten. Ist das Ergebnis eben auch schwach und deshalb Datenkonzepte AB testen. Die Fragen, die ich stellen sollte, habe ich jetzt schon mal angerissen. Wie valide sind denn meine Daten hinsichtlich beispielsweise dieser 4 Punkte, die wir eben gezeigt haben? Und existiert auch ein tragfähiges Datenkonzept, das in der Praxis auch optimiert wird? Thema Optimierung ist ein großes, habe ich auch noch mal extra mitgebracht. Ja, Kreation, was soll das denn? Ist aus meiner Sicht ein Thema, was gerade in Programmatic etwas unterrepräsentiert ist. Ich weiß, es gibt heute tatsächlich noch einen Vortrag zum Thema DCO. Das finde ich super spannend, den werde ich mir auch angucken. Habe ich auch ganz kurz mitgebracht, weil das natürlich ein Thema ist, wie ich Programmatic Creative machen kann und da auch besser werden kann. Kreation ist für mich der Überbringer der Botschaft. Das heißt, ich muss mir Gedanken darüber machen, welches Format nutze ich denn, um sozusagen mein Ziel zu erreichen. Das kann abhängig sein von der Zielsetzung natürlich.
oder dem entsprechenden Device, das ich anspreche. Ich muss mir Gedanken über ein Motiv machen. Das hängt natürlich von der Zielgruppe und dem Kontext ab. Das Thema Sichtbarkeit ist wichtig. Wenn Werbung nicht gesehen wird, dann kann sie eben auch keine Wirkung entfalten. Und am Ende, Thema DCO, Personalisierung ist in vielen Studien nachgewiesen, sorgt eben für bessere Wirkung. Dementsprechend auch hier möglicherweise regelbasiert, automatisiert Werbung oder Kreation auszuspielen. AB-Testing von Werbemitteln, testen, 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 werden wir später noch sehen, ist natürlich ein roter Faden, der sich da ein Stück weit durchzieht. Konkretes Beispiel, wie kann sowas aussehen, Format, ich möchte beispielsweise einen tollen Erstkontakt haben, dafür setze ich ein Longform-Video ein, ich möchte aber die Kontaktklasse trotzdem Kontaktdosis gut haben oder erhöhen, dafür kann ich dann einen Shortform als Reminder einsetzen, so eine Art Storytelling, Media Retargeting, wie immer man es nennen mag. Im Upper Funnel bin ich eher vielleicht mit einem Sehnsuchtsmotiv unterwegs, im Lower Funnel dann mit einem Call to Action. Sichtbarkeit kann ich in allen DSPs der Welt auf dem View-TKP optimieren. Und für die Personalisierung gibt es eben die Lösung, Dynamic Creative Optimization einzusetzen. AB-Testing von Werbemitteln haben wir schon gesagt. Erstes kurzes Fazit hierzu. Kreation ist eben der Touchpoint zum Nutzer, deswegen nicht zu unterschätzen. Und für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Na gut, das kennen wir aus dem Leben. Und die Fragen, die sich hier aufwerfen, sind tatsächlich sogar noch einige. Ist die Kreation auf die Planung abgestimmt? Ja, klingt auch nach einem Allgemeinplatz. In der Praxis sieht man leider sehr oft, dass da eine Kreativagentur und eine Mediaagentur eher so parallel nebeneinander läuft. Deswegen immer die Frage, ziehen Planer und Kreative an einem Strang? Haben Kreative alle Informationen, die sie brauchen, um das optimale Werbemittel herzustellen? Und haben Planer oder auch die Optimierer am Ende alle Informationen, die sie brauchen, um am Ende des Tages auch sozusagen die ganzen Creatives vernünftig einzusetzen. Und natürlich muss ich Format, Motiv, Call to Action und so weiter auf den entsprechenden Nutzerkontakt innerhalb der Phasen, wir haben den Funnel gesehen, passend zum Umfeld, zum Targeting, zum Device auch entsprechend abstimmen. Wird oftmals nicht so intensiv beachtet. Thema Optimierung, klar, die Stärke des Programmatic Advertising und das erste Thema, was man immer, glaube ich, so ein bisschen auch aus den Augen verliert, oder ist jedenfalls meine Erfahrung, ist, mit N gleich 1 funktioniert es nicht. Ich brauche Fallzahlen und ich muss dafür sorgen, dass ich am Ende die Fallzahlen auch bekomme. Und dafür gibt es auch Mechaniken. Zweites Thema, Freiheitsgrade. Wenn ich von vornherein ein sehr starres Konzept angelegt habe, das jetzt nicht Veränderungen von vornherein mit einplant, dann habe ich ein Problem. Deswegen Freiheitsgrade auch ein wichtiges Thema. Mikroziele, ja, das ist so eine der Lösungen, irgendwie zu vernünftigen Fallzahlen zu kommen. Wenn ich ein Makroziel definiert habe, was eine Conversion-Rate von 0, und dann kommen nochmal 3 Nullen in Prozent hat, dann werde ich nie auf irgendeine Fallzahl kommen hinsichtlich der Conversion, wo ich eine super Optimierung draufsetzen kann. Deswegen Hürden niedriger definieren, natürlich dann auch niedriger im Wert ansetzen, ist klar. Und am Ende natürlich klar, wer gegen wen, testen, testen, testen. Das ist halt sozusagen der Schlüssel der Optimierung. Und einmal so ein Prozess letztlich beispielhaft zu zeigen. Klar, jeder Prozess fängt mit dem Ziel an, das wissen wir alle. Das Erste, worüber ich mir Gedanken machen muss, ist Messmechanik. Wir haben ja ganz am Anfang gesehen, es gibt auch noch ein paar andere Instrumente. Eben hat ein Kollege aus dem Publikum auch noch gefragt, wie sieht es denn da mit Sichtbarkeit im Digital Out of Home aus? Ja, soweit sind wir da überall noch nicht. Aber das Thema Messmechanik gibt natürlich am Ende vor, mit welchen KPIs ich mich auseinandersetzen muss. Und ich habe extra da noch was dazwischen gebaut. Ziel ist nicht gleich KPI, das wird auch echt oft ein bisschen falsch gemacht. Wäre mir auch ein Anliegen, irgendwie das tatsächlich ein bisschen schärfer zu trennen. Wenn ich KPIs habe, dann brauche ich Benchmarks. Also dann muss ich mir in irgendeinem Gedanken über Leitplanken machen, links und rechts. Und dann komme ich auch zu einer Prognose. Und wenn ich diesen Schritt in der Optimierung bis zu dem Punkt gar nicht gemacht habe, dann eier ich orientierungslos durch die Gegend. Oder wie die Segler sagen, wenn man kein Ziel hat, dann ist jeder Kurs der richtige. Am Ende des Tages muss ich mir genaue Gedanken machen, wo die Reise hingehen soll. Mikroziele definieren, dann komme ich automatisch zu meinem Makroziel. Und ja, ein bisschen Platz für Lerneffekte lassen ist tatsächlich am Ende auch noch sehr schlau. Fazit für mich ist, Optimierung braucht einen Plan, sie braucht Freiheitsgrade und sie braucht aber auch Expertise. Dazu komme ich gleich auch nochmal. Und für mich schlägt ein vernünftiges Optimierungskonzept in vielen Fällen tatsächlich die akribische Vorplanung. Die Empirie, wir haben alle keine Glaskugel in der Tasche, ist halt tatsächlich manchmal so, dass sie uns gerne überrascht.
Und dementsprechend ist es sehr viel besser zu wissen, wo die Reise hingehen soll und wie ich möglicherweise meine Reise dann eben auch gestalte, als im Vorfeld alles genau zu planen, weil am Ende der Erdrutsch verhindert, dass ich an den Ort komme, an den ich gerne möchte. Die Fragen, die man hierzu stellen sollte, aus meiner Sicht, passen die KPI zu den gewünschten Zielen? Auch das ist mir immer, wie, habe ich eben schon gesagt, wichtig deutlich zu machen. KPI ist eben nicht gleich Ziel. Wie und wann messe ich das? Thema Messmechanik. Kann ich Mikroziele definieren, mit denen ich dann meine Optimierungsfrequenz verbessern kann, weil ich da eben mehr Fallzahlen bekomme? Und kann ich Lerneffekte entsprechend auch berücksichtigen? Weil wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich mir die Optimierung eigentlich ja fast sparen. So, und jetzt das Thema, das mir dann auch wirklich am Herzen liegt. Am Ende, tschüss, klassische Planung. Ich glaube, dass auch im Programmatic Kontext tatsächlich die handwerklich saubere Mediaplanung am Ende eine sehr sinnvolle Maßnahme ist. Denn es geht ja immer darum, sozusagen den Weg dann zum richtigen Nutzer zu finden. Den kennen wir ja schon aus den Folien am Anfang. Der steht da natürlich im Mittelpunkt. Und dann gibt es eben ganz viele Daten, die ich über den haben kann, die ich mir aus vielen Quellen besorgen kann, wie ich diese Quellen jetzt kategorisieren oder bewerten kann, haben wir kurz gesehen. Oder es gibt ganz viele Umfelder, wo ich ihn erreichen kann. Oder es gibt eben auch beide Lösungen. Und ich muss mich mit den Fragen vom Anfang dann eben auseinandersetzen. Wer ist dieser Mensch? Um darüber zu kommen, wie ich ihn und wo ich ihn erreiche. Wann kann ich ihn optimal erreichen? Thema Saison, Tageszeit. Wie kann ich ihn richtig erreichen? Das heißt also, wie wird die richtige Botschaft an ihn sozusagen transportiert? Thema passende Kreation. Und letztlich, wo erreiche ich den Nutzer optimal? Weil das der thematische Fit Vorteile hat, das wissen wir auch. Ja, und dann tatsächlich einmal schnell durchexerziert. Wie macht das jemand aus der klassischen digitalen Mediaplanung? Da gibt es natürlich die Möglichkeit, so einen Nutzer zu einer Persona zu verdichten, ihn einmal zu quantifizieren, zu qualifizieren über Marktmedia-Studien, hier zum Beispiel eine Best for Planning oder eine FUMA. Das soll jetzt den Programmatic-Ansatz nicht komplett konterkarieren, sondern mir geht es darum, Leitplanken zu schaffen, einen Rahmen zu schaffen, über den ich am Ende dann auch Daten letztlich ja, plausibilisieren kann. Ich muss immer noch die Möglichkeit haben, natürlich über so eine Persona mich hinwegzusetzen, wenn ich sehe, dass in der Optimierung eine andere besser funktioniert. Aber wenn ich überhaupt gar keine Ahnung habe, wie denn mein Nutzer möglicherweise aussieht, dann bin ich eben auch aufgeschmissen. Ja, zum richtigen Zeitpunkt muss ich gar nicht so wahnsinnig viel sagen. Google Trends kennen wir, glaube ich, alle. Eine Saisonrecherche, Studienlage. Klar, wenn es um Saisonalitäten geht, ist das programmatisch vergleichsweise schwer, über so einen langen Zeitraum zu optimieren. Tageszeit geht ziemlich gut. Da kann ich eine Menge an Daten irgendwie sammeln. Das wäre der Ansatzpunkt. Und der Ansatzpunkt, die passende Kreation, wie muss die Botschaft gestaltet werden? Naja, da gibt es ja auch ein paar Hilfsmittel, DCO, werden wir ja nachher noch ein bisschen was dazu hören. Von Meetrics gibt es ein paar Benchmarks, die man sicherlich dann als Leitlinien im Prozess irgendwie auch implementieren kann, damit man weiß, was man da zu erwarten hat. Und eigentlich jede Agentur dieser Welt hat natürlich auch so einen kleinen Katalog parat, den haben wir auch, wo wir reingucken und dann eben auch branchenspezifisch schon sagen können, ja, also wenn man jetzt im Social-Media-Bereich unterwegs ist und hat ein Finanzprodukt, kann man vielleicht nicht mit ganz so tollen Dingen rechnen, wie wenn man jetzt irgendwie Touristik macht, das ist auch klar. Ja, und der Kontext, auch super wichtig, gibt es spannende Studien dazu, wo erreiche ich den richtigen Nutzer? Wir sind ja im Programmatic immer dazu verleitet zu sagen, das Umfeld spielt keine so große Rolle, wenn es der richtige Nutzer ist. Da werden uns vielleicht auch die Entwicklung nächstes Jahr noch ein bisschen in die Parade fahren. Aber ganz grundsätzlich kann man tatsächlich sagen, dazu gibt es Studien, hier eine von Integral Ads, die man sich mal angucken kann. Natürlich ist der richtige thematische Fit, sorgt für das richtige Mindset im Nutzer und auch ein vertrauenswürdiges Umfeld strahlt sogenannter Halo-Effekt ab auf eine Werbewirkung und ist dementsprechend tatsächlich auch zu berücksichtigen. Schnelles und letztes Fazit an der Stelle. Aus meiner Sicht kann aktuell kein Algorithmus, die Deutsche Bahn hat es bestätigt, die KI gibt es noch nicht, kein Bidding-Tool und eben auch keine KI aktuell eine professionelle Mediaplanung, die aus meiner Sicht Basis auch jedes Programmatic Advertising sein muss, ersetzen. Den Experten, der dann tatsächlich da auch dahinter steht. Und deswegen sollte ich da auch die entsprechenden Fragen zu stellen, die da lauten, welche Studie, welche Best Practices, welche Erfahrungen liegen der Planung denn zugrunde?
und wie sieht auch das Betreuungskonzept aus? Weil in der Tat habe ich das auch schon ein paar Mal erlebt, wenn wir dann vielleicht mal einen Kunden erben, der nicht ganz so gut betreut wurde, dass man so die Kern, die Kernkompetenz des Programmatic Advertising, nämlich dass man da optimal Dinge verändern und verbessern kann, nicht unbedingt berücksichtigt wurde. Also auch da sollte ich mir entsprechende Fragen mal ausdenken als Werbetreibender an der Agentur, wie denn so ein Betreuungskonzept entsprechend aussehen kann. Toll ist natürlich so ein Marketing-Cockpit, wie wir eben gesehen haben, wo dann der Werbetreibende auch in Echtzeit irgendwie reingucken kann und dann eben auch selbst sehen kann, was sich da so tut und dann so ein bisschen transparenter und auf dem Laufenden gehalten werden kann. So, das war's schon. Bin so ein bisschen durchgehuscht. Haben wir noch ein bisschen mehr Zeit für Fragen? Ich höre dich nicht. So, Daniel, kannst du mich jetzt hören? Ja. Sehr gut, sehr gut. Ich weiß nicht, was hier heute mit diesem Rode-Mikrofon los ist. Also irgendwie, das spinnt ein bisschen. Naja, gut. Ja, vielen Dank für deinen Vortrag. Gilt das Gleiche wie bei Sven. Digitaler Applaus für dich, stellvertretend für alle Teilnehmer heute. Und ja, ist doch schon eine lustige Erfahrung für so viele Leute aus dem Homeoffice dann einen Vortrag zu halten. Ja, in der Tat. Also genau, man sieht eine Zahl, aber mehr auch nicht. Wir haben hier tatsächlich auch noch einige Fragen. Ich habe hier schon mal ein paar rausgegriffen und ein paar hier auf die Slides mit draufgetan. Die erste kam von Lukas. Ich mag die detaillierte Sicht aufs Datenmanagement. Kann eine Agentur auch das Datenmanagement, zum Beispiel DMP, übernehmen? Ja, ja. Ich kenne es gar nicht anders, ehrlich gesagt. Also ja, in der Tat. Also die Agentur hat ja typischerweise eine Technologie im Haus, einen Ad-Server beispielsweise, so ist es bei uns, der dann tatsächlich auch die Data-Management-Plattform anbietet, sodass man da tatsächlich sagen kann, wir können es als Agentur komplett übernehmen, auch das Datenclustering entsprechend übernehmen. Es gibt auch die Lösung, dass man das dann für den Kunden lizenziert. Dabei sind wir dann quasi sozusagen nur der Bediener der Data Management Plattform, ist auch kein Problem. Es gibt ja einige Werbetreibende, die eine Policy haben, dass sie die Datenhoheit für sich sichern müssen. Und am Ende gibt es natürlich auch noch die dritte Möglichkeit, wenn jetzt der Werbetreibende kommt und sagt, ich habe schon eine tolle DMP, dann können wir uns da auch einfuchsen. Ja, das sage ich jetzt, wenn mein Technikteam zuhört, dann wird es jetzt gleich sagen, nee, nicht noch ein System bitte, aber ja, na klar. Okay, also ist auch gang und gäbe auf jeden Fall, das ist ja schon mal sinnvoll zu hören. Gut, was hatten wir noch? Ah, du hattest es tatsächlich auch ein bisschen angesprochen, kurz zum Schluss noch. Die Romina fragt nämlich, in welchen Branchen ist noch Programmatic-Potenzial? Reisen, E-Commerce oder Finanzen ist bereits sehr überlaufen. Kann man da irgendwie eine Einordnung zu geben oder eine Einschätzung? Ich würde es gar nicht so sehr tatsächlich an Branchen festmachen, sondern es hat ein bisschen was auch mit Unternehmensgröße zu tun. Wir sind in vielen Branchen unterwegs, wir haben auch einen starken B2B-Fokus. Da kann ich jetzt schon mal sagen, das ist ein Thema, da ist noch wahnsinniges Digitalpotenzial. Also bis wir da zu Programmatic kommen sozusagen, ist da auch noch ein Weg bei einigen Unternehmen. Andere machen das schon sehr gut. Wir haben einen Fokus im Bereich Pharma, Healthcare, wo man auch sagen muss, Digitalisierung, wir haben jetzt ja gerade gesehen, irgendwie so rund 22% der gesamten Werbekohle im Jahr wird in Online irgendwie gesteckt. Die Pharma-Menschen stecken 8% ihrer Kohle rein. Das heißt, das ist ein riesen Digital-Gap und dementsprechend natürlich auch noch ganz viel Raum für Programmatic. Dementsprechend ja, Reise, E-Commerce, klar, das sind so die First Mover an der Stelle gewesen, Finanzen auch, vielleicht noch so einige Telcos oder sowas. Aber auch da würde ich eher sagen, kleinere Unternehmen sind dann vielleicht noch nicht ganz so aufgestellt und für die ist auf jeden Fall noch Potenzial da. Ich glaube, dieses Branchendenken kommt vor allen Dingen so ein bisschen auch von Google Ads, ne, von den AdWords, wo man ja schon sagen kann, dass bestimmte Branchen einfach ja massiv kompetitiv sind. Ne? Also
Aber das heißt ja nicht, dass man dadurch noch Nischen rausfinden kann für seine kleinere Brand sozusagen. Nee, das ist genau richtig, zumal irgendwie die Skalierungsmöglichkeiten bei Search sind ja dann eben auch extrem begrenzt. Die Skalierungsmöglichkeiten in Programmatic nicht. Wir haben ja gerade gesehen, dass es noch ganz viele Kanäle gibt, die überhaupt programmatisch erschlossen werden. Das heißt also, wir haben allein von der Angebotsseite tatsächlich noch einiges an Entwicklung vor uns und dementsprechend auch Wachstumsmöglichkeiten. Also da können wir uns noch rein entfalten in diese Themen. Wenn irgendwann Programmatic TV kommt, dann haben wir noch richtig viel vor uns. Ja, freuen wir uns drauf. Dann sprechen wir auf jeden Fall nochmal. Dann haben wir hier nochmal eine Frage rausgegriffen von Jennifer. Was ratet ihr Kunden, wie viel Budget sie zur Kreation von einem Werbemittel einsetzen sollen? Wir kennen es selber, dass hier leider häufig gespart wird auf Kundenseite. Ja. Arbeitet wahrscheinlich auch in der Agentur, die Jennifer. Das klingt so, ja. Ja, in der Tat. Also das ist bei uns natürlich auch so. Es ist, wobei man muss sagen, es gibt da tatsächlich zwei Herzen, die in den Brüsten der Werbetreibenden schlagen. Es gibt tatsächlich welche, die geben von ihrem Gesamtbudget einen wirklich enorm großen Anteil dann eben auch für Kreation aus, machen da Shootings und machen auch Filme und solche Geschichten. Dann bleibt für die Media plötzlich nicht mehr so viel übrig. Finde ich dann auch ein bisschen schade. Aber ich würde es auch hier klar am Budget festmachen, schwierig. Aber wenn man eben sowas plant, also wenn der Kunde es ernst meint, dann eben auch mit seinen Zielen, dann muss man ihm klar machen, wir müssen optimieren. Und für Optimieren reicht es eben nicht, ein Werbemittel zu haben oder ein Werbemittelset oder ein Motivset zu haben, sondern wir brauchen da schon ein bisschen mehr. Wir brauchen da 2, 3, 4. Wir müssen vielleicht auch gucken, unterschiedliche Zielgruppen sollten ihre eigenen Sets irgendwie haben. Und dann muss man halt vielleicht überlegen, dass man die Anzahl der Formate vielleicht ein bisschen reduziert. Also wir sind auch bei Kunden, die wirklich da ganz knapp bei Kasse sind, mal unterwegs und sagen, machen wir nur Native im ersten Schritt. Da ist die Werbemittelerstellung nicht ganz so teuer. Ne, braucht man nur ein Bildchen und einen Text. Den Text machen wir auch noch selbst, weil wir eh am besten wissen, was funktioniert. Und haben wir da dann irgendwie eine schnelle Lösung. Okay, ja, ist, glaube ich, nachvollziehbar und man kennt das ja auch, man kann nicht bei jedem Kunden in jeden Prozess eingreifen, ne? Und auch wenn du es dann vielleicht schon 5-mal gesagt hast und dann ändert sich nichts. Aber ja, das ist halt das, ne? Aber ich glaube, dass der Kern ist ja, der rausgekommen ist, dass das Visual auch eine sehr wichtige Rolle hat. Das ist jetzt keine brisante, tolle neue News. Nee, aber, überhaupt nicht. Umso verwunderlicher ist, dass man das nicht so auf dem Schirm hat. Also das ist halt, ich habe ja noch gar nicht angefangen, über Zielseiten zu sprechen. Ne? Also ich muss mich ja auch ein bisschen kurz fassen und es gibt ja noch ganz viele andere Dinge, über die man sich unterhalten kann. Auch Landingpages machen wir inzwischen Empfehlungen für Kunden. Das darf man nicht unterschätzen. Es geht nicht nur wirklich im System und ich optimiere jetzt irgendwie auf Domains und Klickraten, sondern auch links und rechts, die Sachen spielen echt eine große Rolle. So, wenn wir noch ganz kurz antworten können auf die letzte Antwort, auf die letzte Frage. Es waren noch mehr Fragen, aber die nehmen wir hier nochmal mit rein. Vom Claudius. Sind Kontextumfelder im Digital Out of Home eine Alternative für Third-Party-Cookers, wenn sie nicht mehr genutzt werden dürfen? Oha, oha. Ja, muss ich erstmal die Frage verstehen, ganz ehrlich. Also Digital Out of Home funktioniert ja ein Stück weit so, dass ich mir natürlich, wenn ich es vernünftig mache, auch mal angucke, wo wird denn das platziert. Ne? Also ich mache mir ja idealerweise, ich kann ja auch Bewegungsdaten abrufen. Ich weiß ja zumindest grob, welche Menschen wo unterwegs sind. Wenn ich jetzt beispielsweise City Lights denke im Bereich von Einkaufszentren oder Pendler erreichen will an Bahnhöfen etc., dann kann ich da natürlich unterwegs sein. Da hast du die Frage, was ist da mit Kontext an der Stelle gemeint? Also wenn eine Stele näher irgendwie am Kiosk steht, kann ich dann da Kaugummi-Werbung machen. Also wenn ich es schaffe, sozusagen so einen Kontext herzustellen, dann ist der natürlich super interessant. Tatsächlich ist es im Moment eher so der Fall, dass man sich Gedanken darüber macht, ja, wie sieht denn der Nutzer aus über seine Bewegungsdaten? Und da bin ich jetzt nicht ganz sicher, wie sehr uns Third-Party-Cookies da in die Parade fahren können, weil, werden wir vielleicht im nächsten Vortrag dann so hören, da stecke ich jetzt nicht so tief drin. Denn Google entwickelt ja beispielsweise auch seine Vlogs. Und wenn ich dann tatsächlich sehr anonymisiert sozusagen nur Nutzerströme mir angucke, dann glaube ich, wird das auch in Zukunft weiter möglich sein können. Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. Da wäre ich auch noch drauf eingegangen, auf die Google Vlogs, was da jetzt gekommen ist. Aber wie das auf Digital Out of Home genau übertragen wird, mal gucken, was die Zukunft bringt. In jedem Fall vielen, vielen Dank, Daniel.
für deine Zeit und deinen Vortrag heute. Connectet euch gerne mit ihm, Daniel Weber von Konto Digital Media. Und bis bald mal wieder. Tschüss, Daniel. Ja, vielen Dank, Marc. Tschüss, macht's gut.